Hallo, grüß euch. Es ist soweit, das letzte Duell steht vor der Tür und heute treten an gegeneinander das Moleskine Bullet Notebook und das Erin Condren Notizbuch. So, da. Erstens einmal, ja, warum treten die beiden gegeneinander an? Weil sie sich viel ähnlicher sehen, als man sich das vielleicht gedacht hat. Ja, erstens einmal sieht man, sie sehen von der Größe her haargenau gleich. Also auch wenn man es drauflegt, ganz abgesehen davon, dass das Moleskine ein Hardback ist und das Erin Condren ein Softcover, also das sind diese Softcover-Notizbücher, ist es insofern minimalst kleiner, ja, aber sonst hat es haargenau die gleichen Abmessungen. Und ja, dementsprechend haben sie sowieso schon einmal gut zueinander gepasst. Das Erin Condren Notizbuch habe ich mal in Brüssel gekauft auf der PlanerCon, weil ich ja leicht frustriert war. Leicht frustriert war, wie wenig an Merchandise die liebe Erin Condren so mitgebracht gehabt hat, dass sie am ersten Tag schon, ja, wann hat sie denn ihr Keynote gehabt? Zum Mittag ungefähr. Danach war sie ausverkauft. Also das heißt, für Sonntag war sowieso überhaupt nichts mehr da. Und dann habe ich mir wenigstens dieses Notizbuch gekauft. Von dem Innenleben her unterscheiden sie sich auch quasi nur insofern. Also eben, ich habe es letzte Woche gesagt, dass ich ursprünglich dieses gegen das Leuchtturm antreten lassen wollte, aber wegen der Papierdicke habe ich mir einfach gedacht, na, das passt nicht. Und von der Papierdicke passen die zwei jetzt relativ gut zusammen. Also ich würde jetzt bei beiden schätzen, dass sie 120 Gramm Papier haben. Was man sofort sieht, was für ein Unterschied ist, das ist weiß, das ist leicht cremefarben und das Dotgrid ist beim Erin Condren wesentlich größer. Das ist, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ich habe kein Lineal da, sind es nämlich 6 mm Dotgrid und das sind eben 5 mm. Das ist jetzt grundsätzlich nichts, was mich stört, ja. Andere haben nur 4 mm Dotgrid, so wie das Nuna. Also, das ist mir relativ egal. Das Einzige, was ist, so klassische Bullet Journal Layouts, die einfach ein bestimmtes Spacing brauchen, sind schwieriger umzusetzen. Nämlich ganz, ganz klassisch die Monatsliste. Ich kriege da keine 31 Tage unter. Also, das ist durchaus problematisch, weil ich im Bullet Journal eigentlich lieber die Liste habe. Also das heißt, ich müsste jetzt eigentlich 15 Tage da, 15 Tage da und dann hätte ich vielleicht unten noch Platz für Deko, yay. Also ich müsste es auf zwei Seiten machen. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, also dass ich eben dieses Boxenlayout einfach nicht gern zeichne, obwohl ich es sonst gern verwende, ist auch eine andere Geschichte. Ja, also das ist jetzt insofern der Unterschied. Vom Angreifen greift sich das Papier von der Erin Condren griffiger an als das Papier von Moleskine. Das ist wesentlich glatter. Es ist jetzt das eine bis andere nicht unangenehm, aber wie gesagt, das ist ein Unterschied. Das Bullet Notebook hat auf jeder Seite eine Seitenzahl. Erin Condren hat auf jeder zweiten Seite ihr Logo. Das habe ich eh schon einmal bemängelt, dass das vielleicht etwas bescheuert ist, aber gut. Ist halt einfach so. Zusätzlich haben wir auf jeder Seite eins von diesen Asterisks-Dingern in verschiedenen Farben, was einen möglicherweise bei der Kreativität einschränken könnte, weil man dann sagt, hey, irgendwie ist da schon Farbe auf meiner Seite. Aber erstens sind die Leute immer sehr kreativ und decken das dann einfach sowieso mit was ab. Mich wird es wahrscheinlich nicht einmal stören, weil ich sowieso so viel Farbe auf einer Seite verwende. Dass es auch schon egal ist, ob das da oben ist. Wenn ich eine rein schwarz-weiße Seite machen würde, würde mir wahrscheinlich eine Flagge darüber kleben. Habe dazu ja auch eine Stanze. Kann ja also Flaggen ausstanzen. Ja, also wie gesagt, das ist das. Ich habe im Erin Condren noch keinen Stiftetest bis jetzt gemacht. Im Bullet Notebook haben wir ja schon einen Stiftetest gemacht, wie ich es euch vorgestellt habe. Und da haben wir schon festgestellt, dass zumindest mit der Lamy Sport das überhaupt nicht funktioniert hat. Also jetzt weniger wegen dem Durchbluten, obwohl auch das durchgeblutet hat, sondern einfach weil das Schriftbild eine Katastrophe ist. Also das federt so aus, das ist ganz, ganz grausam. Den allerdings habe ich dann auch verwendet, weil ich mir gedacht habe, so, das probiere ich jetzt gleich.
Und der hat natürlich funktioniert. Aber das habe ich im letzten Video schon gesagt. Das Notizbuch, wo der nicht geht, das möchte ich erst finden. Weil der geht einfach überall. Ich stehe auf den Stift, der ist großartig. Ja, gibt allerdings noch andere Probleme. Also wir haben auch die Mildliner und die Dombos verwendet. Und ja, ganz ehrlich, also das war eigentlich ein katastrophales Ergebnis. Also insofern muss ich sagen, dem Erin Conran traue ich jetzt sowieso nicht viel zu. Das hat andere Gründe, einfach weil ich das Papier von Erin Condren prinzipiell ja schon kenne und zum Beispiel in meinem derzeitigen Hourly ja auch schon gestempelt habe und daher fürchte zu wissen, wie das ausgehen wird. Vor allem, wenn das vielleicht ein anderes Papier auch noch ist, als sie das im Planer verwendet. Man weiß es ja nicht. Von dem, wie gesagt, ist das schon nicht sehr, sehr vielversprechend. Ja? Und das sage ich jetzt, obwohl ich ein Moleskine-Mädchen bin und eigentlich Fan von dieser Marke, wo ich eigentlich nicht einmal weiß, warum. Ich glaube, es ist das Format. Es ist witzig. Also, einerseits ist es natürlich die Tradition, diese Geschichte, die dahinter steckt, mit Hemingway hat da drinnen geschrieben und lauter solche Sachen. Andererseits ist es einfach, ich mag dieses schmalere Format einfach, ja, weil es dem entspricht, was ich tue. Ich mache Listen, das heißt, ich habe ja da auch wieder meinen Happy Planner liegen, damit ich wieder weiß, was ich wie machen muss. Dieses Format ist natürlich klasse für Listen schreiben. Den Platz brauche ich ja nicht, weil so lange schreibe ich meine Sachen ja nicht. Also schmalere Designs sind natürlich praktisch. Andererseits die Breiten haben es wieder klasse, weil man super zwei Spalten machen kann, ohne was abkürzen zu müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt da drin stempeln und dann schauen wir uns an, was außer kommt. Bis später. Kann man sich jetzt schon anschauen. Das ist zwar noch ganz leicht feucht, aber sonst ist schon alles in Ordnung. Also es ist relativ schnell getrocknet. Bei dem war es nicht, weil das habe ich raufgelegt, aber gut, okay. Wie sind jetzt die Ergebnisse? Also von den Farben her kommt es wieder hier besser zum Tragen, weil es weißes Papier ist. Funktioniert hat eigentlich alles, bis auf das Sorgenkind Nummer 1, Color Theory, hat jetzt wieder nicht funktioniert, wo man im Moleskine sagen muss, dass der Rand noch unschärfer ist als hier, aber es ist hier auch unscharf, also das ist völlig egal. Die ist also eher nicht zu empfehlen. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist jetzt einfach einmal das Schriftbild von der Füllfeder. Insofern nämlich, weil das letzte Mal, wie ich den Stiftetest da drinnen gemacht habe, habe ich ja mit der Lamy geschrieben und da war das ja zuerst auch total schön und dann plötzlich ist es verronnen. Also wie ich mit dem restlichen Stiftetest fertig war, war das dann oben auch total verronnen. Das hat am Anfang eben auch total schön. Und man dachte, schauen wir uns an, wie es am Ende ausschaut. Es ist immer noch total schön. Also es kommt offensichtlich nicht nur auf die Tinte drauf an, weil die Tinte ist nämlich haargenau die gleiche, die da drinnen ist. Sondern es kommt auch auf die Füllfeder, zumindest aber auf die Stärke der Feder vorne an. Also es ist zwar in der Lamy und in der die sogenannte Feinspitze drinnen. Also ich glaube, es ist auf beiden ein F, wobei da tue ich mir so schwer, das zu lesen.
Aber es ist nur, ja genau, es ist nur ein F, es ist kein extra F, also kein extra fein, extra F. Ja, also es kommt offensichtlich auch darauf an, einfach wie dünn ist die Spitze dann wirklich, weil die Spitze von der Caveco ist in fein viel dünner als die Spitze von Lamy in fein. Ja, und dadurch ist natürlich auch nichts verronnen, weil weniger Tinte offensichtlich aufs Papier kommt. Und auch auf dem Erin-Conran-Papier habe ich mit der Füllfeder überhaupt kein Problem mit dem Schreiben. Wie ja bei den meisten Notizbüchern, die ich verwendet habe. Also rein vom Schreiben her habe ich mit der Caveco wirklich in jedem gut schreiben können. Und ich kann mich ja nicht erinnern, dass es in irgendeinem durchgeblutet wäre. Meine, ich war schon ein schlechtes Gedächtnis, gell? Aber ich vermute nicht. Und daher, also Füllfeder kann man mal in allen gut verwenden. Dann das Ergebnis von den anderen Tinten. Das Versa Color ist hier auch ein bisschen unschärfer, als es hier ist. Da habe ich nur schlampig gestempelt, aber sonst ist der Rand eigentlich in Ordnung. Ja, alle anderen Ditto. Also auch hier die Ranger vielleicht, die auch ein bisschen mehr in sich verrinnt, als sie das hier tut. Da ist sie viel fleckiger. Ist aber von beiden jetzt, würde ich sagen, das Stempelergebnis definitiv in Ordnung. Also damit kann man schon arbeiten. Ja, bei den anderen ist nur, wenn was in der Kamera so ausschaut, als wenn es schier wäre, ist nur, weil ich schlampig gestempelt habe. Also irgendwie bin ich jetzt dann schon stempelmüde. Der ganze Test ist obsolet, weil ich will eh nie wieder stempeln. Blödsinn. Gut, dann schauen wir uns die Wasserfarbe an. Also ganz so, wie ich das eh schon gesagt habe, das Papier ist wesentlich glatter als das. Und dadurch bleibt die Wasserfarbe einfach länger an der Oberfläche und man kann sie schöner vermalen. Also ist es jetzt beim Erin Conran schon auch gegangen zu vermalen, aber man hat tatsächlich hier immer noch den Rand. Also so richtig gut geht's nicht. Hier hingegen sehe ich überhaupt keinen Rand. Also was das betrifft, wesentlich besser. Das ist bei beiden in Ordnung. Da habe ich wahrscheinlich mehr Farbe verwendet als da. Also das passt definitiv. Gut, wir schauen uns zuerst dieses hier von der Rückseite an. Einfach deswegen, weil wir ja zumindest schon einen Stifttest darin gemacht haben und einfach weil irgendwer anfangen muss. Und dann drehen wir mal um und schauen uns die Ergebnisse an. Ja, so schaut es aus. Also Füllfeder, kein Problem, aber das war wie gesagt hier fast zu erwarten. Wobei eben, na, eigentlich war es nicht zu erwarten. Was rede ich denn für ein Blödsinn? Die Lami hat ja durchgeblutet. Aber jetzt hier die dünnere Tinte, die blutet eben nicht durch. Ja, es kommt einfach weniger Tinte aufs Papier. Dadurch kann es schneller trocknen und sie hat nicht so viel Zeit ins Papier einzusacken. Und dementsprechend ist also wirklich je feiner, desto besser. Ich finde es aber wie gesagt nach wie vor leicht schade, dass das ein Faktor ist, dass ich darauf aufpassen muss. Also das sollt ihr eigentlich nicht müssen. Gut, von allen Tinten hat nichts durchgeblutet, außer die Versa Fine Lagoon. Das ist die, von der ich gesagt habe, dass sie extrem saftig ist. Also keine Ahnung, ob wirklich alle kleinen Versa Fine so saftig sind, aber die vor allem ist extrem saftig. Also ich habe noch andere Arge, aber die, ja, wäre mir nie so auffallen, dass sie gar so durchsuppen. Aber sonst sind alle in Ordnung. Durchscheinen tun sie tatsächlich alle. Also es gibt kein einziges, wo ich sage, da wüsste ich jetzt nicht, wo das ist. Durchscheinen tut alles. Auch so eine Frage, ob das jetzt bei 120 Gramm Papier tatsächlich der Fall sein sollte. Wasserfarbe, nullo problemo. Also da kommt es jetzt natürlich dem, dass es aus der Art-Reihe ist, wo auch die Sketchbücher her sind und so weiter. Da merkt man das halt jetzt. Also das Papier ist fast überhaupt nicht gewellt und die Wasserfarbe scheint minimalst durch und das war es gewesen. Jo, das ist es, gell? Also durchaus zufriedenstellend. Also mit dem kann man arbeiten. Jo. Wie gesagt, also die Dinge, die ich zu bemängeln habe, sind einfach generell zu bemängeln, weil ich mir von einem Moleskine mit 120 Gramm Papier einfach ein bisschen mehr erwarte. Aber gut. Also, dann schauen wir mal, was Erin Condren kann. So, hier sind wir also vorne. Ta-ta-ta-ta. Ja, kann viel. Kann mehr. Weil nicht mal das durchblutet. Und da muss ich aber dazu sagen, da habe ich hier wirklich richtig viel Tinte erwischt. Ja, also, das ist ja hier im Vergleich.
Ah, geh schon her. Na, das ist ja wenig. Das war richtig voll mit Tinte. Also das ist richtig vollflächig zu. Und trotz alledem ist es aber auf der anderen Seite nicht durchgeblutet. Und das, warum ich sage, ich habe ihm eigentlich nichts zugetraut. Ich habe mit der Versa Fine im Planer schon gestempelt und das hat auf der nächsten Seite durchgeschaut. Und deswegen war ich da ein bisschen skeptisch. Aber nein, hier geht gar nichts durch. Gar nichts. Die Wasserfarbe sehe ich nicht einmal richtig. Und das Papier ist ebenso minimal gewellt. Also der Grund, warum das jetzt ein bisschen mehr aufsteht, ist mehr, weil das ja diese Endseite hier ist. Und da war es nicht die Endseite. Und weil das halt, wenn ich das da runter drücke, kommt es hoch. Ja? Aber sonst ist da nichts. Auch die Füllfeder, nichts. Was auch die Faber-Castell, nichts. Also die größte Kritik könnte man vielleicht noch, schauen wir uns das da an, aber das ist da ganz genau gleich. Eben wieder der Color Theory könnte man anlasten, dass sie ein bisschen mehr durchgeht, aber das tut sie ehrlich gesagt da ganz gleich. Also das ist kein Unterschied. Und die kann ich sowieso nicht verwenden, weil sie einfach vorne schon vom Bild her nicht in Ordnung ist und eben auch hier vom Bild her nicht tragbar ist. Ja. Aber Leute, we have a winner. Liebes Moleskine-Notizbuch, Erin Condren hat dich geschlagen. Genierst dich jetzt? Ja, so schaut's aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nein, ich bin jetzt nicht enttäuscht, weil es ist ja immer noch gut, ja. Aber dass es gegen Erin Condren verliert, bin ich jetzt fast ein bisschen enttäuscht. Weil ich meine, Erin Condren ist nicht diejenige, die für Künstler was macht. Ja, also die ist für dekoratives Planen, keine Frage. Dafür steht sie, aber da geht es selten um Stempeln. Also sie hat ja überhaupt dieses Jahr das erste Mal mit Amy Tangerine Stempel rausgebracht und hat auch alles immer, also verkauft auch selbst die Colorbox, was Chalk Ink ist, also was garantiert durch nichts durchblutet. Also das heißt, sie achtet, was das betrifft, dann einfach drauf, dass die Materialien, die sie nutzt, ihrem Papier entsprechen und nicht, dass das Papier dem entspricht, was Leute eventuell alles einsetzen wollen. Und das hätte ich mir von diesem Notizbuch aber schlicht und ergreifend erwartet, weil es ja aus der Artlinie ist. Und da muss ich einfach damit rechnen, dass die Leute Sachen einsetzen wollen, die sie zu Hause haben. Und ja. Gut, also insofern sage ich, ist es ein bisschen enttäuschend. Aber nichtsdestotrotz, ich mag ja Erin Condren auch und ich finde dieses Notizbuch sehr, sehr schön. Ich mag die Kompaktheit wieder, dass eben auch das Cover nicht so viel größer ist wie das restliche Notizbuch und so. Wisst ihr, wie ich bin? Ich mag gern alles zacki zacki. Ich habe ja nicht umsonst ein Sneaker Weeks, ja, nur damit ich kein überstehendes Cover habe. Ja, aber jetzt reden wir nicht mehr lang, weil das war das letzte Notizbuchduell. Wir haben eine Siegerin in dem Fall, nämlich die Erin Condren. Und diese muss jetzt dann allerdings das nächste Mal nicht nur gegen Happy Planner antreten, sondern gegen alle anderen Sieger auch noch. Das sind also insgesamt 5 Sieger plus eine Wildcard für das Carpe Diem. Und ich bin noch nicht hundertprozentig schlüssig, was ich dann alles für Kriterien einsetzen werde. Aber nachdem ich draufgekommen bin, dass ich zumindest eine Stempelfarbe nicht eingesetzt habe, und damit meine ich jetzt nicht die Distress Ink, aber ich habe noch Stempelkissen, die ich vergessen habe, werden diese zumindest alle dieses Stempelkissen noch ausprobieren müssen. Also das ist definitiv noch ein Faktor. Und dann werden wir schlicht und ergreifend über mein Bauchgefühl auch reden. Was will ich denn eigentlich als nächstes? Ja, und somit sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder mit mit der nächsten Folge, weil Duell ist es dann ja keins mehr, das ist dann der Endkampf. Und da treten sie dann alle gegeneinander an. Wir haben aber auch noch andere Videos, die diese Woche anstehen und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Baba, tschüss.